Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich euch noch einmal mit in den Süden des Omans nehme. Nachdem ich euch im letzten Video ja schon Salalah und die Umgebung gezeigt habe, geht es in diesem Video weiter entlang der Südostküste zurück in den Norden. Und ob sich die Strecke für uns gelohnt hat, das seht ihr gleich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Einen wunderschönen guten Morgen vom Strand im Nirgendwo. Wir sind hier gestern Nacht bei Dunkelheit über eine Offroad-Piste noch hergefahren, war jetzt aber mit unserem Auto eigentlich kein Problem. Wir haben dann hier gezeltet, wir haben auf unserem Auto ja ein Dachzelt, da haben die anderen beiden drin geschlafen und wir haben in unserem geschlafen. Der Strand hier ist jetzt nicht so schön, aber man kann hier ganz toll schnorcheln gehen, habe ich heute Morgen schon festgestellt. Man sieht echt viele verschiedene Fische, auch wenn die Sicht im Wasser nicht so gut war, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Dann haben wir sehr gemütlich gefrühstückt hier und jetzt ist es echt richtig krass windig geworden, deswegen auch das Voice-Over an dieser Stelle. Wir haben deswegen schon wieder alles zusammengepackt und für uns geht es jetzt weiter zum nächsten Wadi. Hier im Tal des Wadi Dabat an den oberen Wasserfällen. Leider führen die aktuell nicht so viel Wasser, weil wir in der Trockenzeit da sind. Wenn man während des Monsuns oder kurz danach kommt, muss es wesentlich eindrucksvoller sein. Was wir aber so richtig schade finden, dass man in diesem herrlich türkisen, klaren Wasser nicht baden soll, weil sich da anscheinend Parasiten drin befinden. Ja, und das fanden wir dann auch so abschreckend, dass wir auch gerne drauf verzichten. Wir waren jetzt noch am Zero Gravity Point, wo angeblich Autos von alleine in den Berg hochrollen. Ja, wir waren ein bisschen enttäuscht, weil also es ist eine optische Täuschung und wenn man selber fährt, dann sieht es wohl wirklich so aus, als würde das Auto den Berg hochrollen. Aber wenn man von außen zuschaut, sieht man schon, dass es eigentlich bergab geht. Wir sind jetzt gerade schon wieder auf dem Weg zurück Richtung Norden und haben uns aber entschieden, dass wir diesmal an der Ostküste entlang fahren, um noch mal ein bisschen was Neues zu sehen. Und bis jetzt hat sich das mehr als gelohnt, denn die Strecke ist wahnsinnig eindrucksvoll landschaftlich. Also man fährt hier durch eine sehr markante Bergwelt und hat immer wieder ganz tolle Ausblicke aufs Meer. Also wir würden euch auf jeden Fall empfehlen, diese Route zu fahren, wenn ihr die Zeit dafür habt. Thank you.
guten Morgen. Wir haben auch die letzte Nacht wieder campen verbracht. Diesmal an einem ganz breiten Sandstrand in der Nähe von Ashuvaimia. Es ist ein sehr einsamer Strand wieder. Wir sind wieder komplett alleine hier. Ganz in der Ferne sieht man ein paar Fischerboote noch. Es ist wunderbar feiner Sand hier. Leider liegt relativ viel Müll da. Wenn man den aber ignoriert, ist es ein ganz super schöner Platz zum Schlafen. Man hätte auch den Sonnenaufgang hier wahrscheinlich sehr schön sehen können. Den haben wir nur leider verschlafen. Und für mich geht es jetzt als erstes wieder ins Meer und dann gibt's Frühstück. Als wir jetzt gerade vom Strand aufbrechen wollten, haben wir es auch tatsächlich auch noch geschafft, dass wir uns hier eingegraben haben. Ich glaube, es gehört zur authentischen Oman-Erfahrung einfach dazu. Und wir waren jetzt schon lange am Buddeln und dann kam ein netter Omani und hat uns geholfen, uns rauszuziehen. Und hat alles gut geklappt, hat zwischendurch ordentlich geraucht, aber jetzt sind wir wieder auf der befestigten Straße. Insbesondere nach der Ausbuddelaktion des Autos, wo wir fast alle komplett im Sand lagen, hätten wir uns jetzt schon sehr gefreut, wenn wir hier im Wadi Ashuvaimia, wo wir jetzt gerade sind, uns hätten waschen können, ein bisschen baden können. Allerdings riecht es hier ein bisschen komisch. Ich finde, es stinkt ein bisschen nach Schwefel und auch an den Steinen ist überall so ein bisschen Ablagerung und wir wissen nicht genau, was es ist. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass wir lieber nicht hier baden und werden jetzt wahrscheinlich nochmal zum Meer fahren, um uns da ein bisschen abzufrischen. Auch wenn wir jetzt nicht wie erhofft in dem Wadi baden konnten, war es trotzdem wert, dass wir hergefahren sind. Das ist nämlich landschaftlich einfach sehr eindrucksvoll. Und vor allem wahrscheinlich auch wieder während des Monsuns oder kurz danach ist es wahrscheinlich auch nochmal cooler, weil dann der Wasserfall wahrscheinlich viel größer ist. Der war jetzt nur wirklich winzig. Also können wir auf jeden Fall empfehlen. Und man kann hier auch ganz gut wildcampen, weil man ist ja auch hier wieder vollkommen alleine. Wir waren jetzt nochmal richtig ausgiebig im Meer baden und haben den ganzen Sand abgewaschen. Wir waren jetzt am Strand hier direkt bei Ashuvaimia, ich glaube so hieß der Ort. Und es hat richtig Spaß gemacht. Es ist wieder ein menschenleerer Sandstrand hier. Keine Menschenseele da, nur ein bisschen Müll leider. Und es war total schön, weil auch hier die Strömung nicht so stark war und die Wellen aber total Spaß gemacht haben, da reinzuspringen. Und waren wirklich lange auch drin. Jetzt werden wir uns wieder normal anziehen und dann geht's für uns weiter entlang der Ostküste. Am Strand von Ras Madraka noch baden und haben dann einen grandiosen Sonnenuntergang, wo der Feuerball hinter den Bergen untergegangen ist, beobachten können. Der Strand hier ist auch wieder wunderschön feinsandig mit ganz tollen Wellen, auch relativ einsam hier wieder. Können wir also auf jeden Fall empfehlen. Allerdings nur, wenn ihr eh in der Nähe seid, dass ihr da mal rausfahrt. Jetzt extra für den Strand braucht man eigentlich auch nicht herfahren, weil es eigentlich an der ganzen Küste entlang wunderschöne Strände gibt, wo man meistens auch ganz gut baden kann. Für uns geht es jetzt morgen weiter nach Nizwa und was wir dort alles erleben, das seht ihr dann im nächsten Video. Für dieses Video möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal, damit würdet ihr mich sehr unterstützen und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Bis dahin, ciao!